Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist nicht das erste Mal. Das finde ich ein großartiges Programm. Und es ist ganz ohne diplomatische Komplimente für mich eine große Ehre, in einer Reihe mit Menschen wie Günter Faltin und Günter Pauli hier zu sprechen. Vordenker und Pioniere eines neuen und nachhaltigen Unternehmertums. Und Günter Faltin, der Spiritus Rector dieser Veranstaltung, hat ja aus einer eher linken oder progressiven Perspektive den Begriff des Entrepreneurship zu neuen Glanz verholfen. Nämlich als eine Haltung, kreative, selbstorganisierte Lösungen für ökologische, soziale, technologische Probleme zu finden. Also das Selbstunternehmertum, nicht darauf zu warten, dass der Staat oder wer auch immer es richten wird, obwohl Politik wichtig ist und Institutionen wichtig sind, ich komme darauf noch, sondern aus eigener Initiative und eigenem Erfindungsreichtum Problemlösungen zu finden, die nützlich für die Gesellschaft sind und gleichzeitig auch rentabel. Und ein so verstandenes Unternehmertum ist eine entscheidende Kraft, um mit den großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte fertig zu werden. Man kann die vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Wie ermöglichen wir ein gutes Leben für 9 Milliarden Menschen, die Mitte unseres Jahrhunderts auf diesem Planeten leben werden? Oder negativ, wie verhindern wir das Abrutschen in schwere ökologische Verwerfungen, soziale Krisen und gewaltsame Konflikte, die vorgezeichnet sind, wenn die Weltwirtschaft einen bloßen Weiter-so huldigt? Ich denke, die meisten von Ihnen werden keine Illusion darüber haben, dass Business as usual nicht zukunftsfähig ist. Erstens wegen der großen ökologischen Krisen, die sich abzeichnen und die bereits begonnen haben, die nicht nur ferne Zukunft sind. Die Überlastung der Tragfähigkeit fundamentaler Ökosysteme dieses Planeten, von denen die menschliche Zivilisation abhängt, die ist ausgesprochen voraussetzungsvoll. Der Klimawandel, sagen die Mutter aller ökologischen Krisen, weil er im Grunde die Summe unserer Produktionsweise ist, also der Art und Weise, wie wir heute Industrie organisieren, wie wir Energie erzeugen, wie wir Mobilität und Landwirtschaft betreiben. Das alles führt zu dieser Akkumulation von Treibhausgasen in der Atmosphäre, die mit wachsender Geschwindigkeit das Erdklima verändert, und zwar so, dass die Erde zu einem sehr ungemütlichen Aufenthaltsort für die Menschen zu werden droht. Aber dazu gehört auch die wachsende Wasserkrise in bevölkerungsreichen Regionen dieser Erde, die Gefährdung des maritimen Kreislaufs, vor allem durch eine Übersäuerung der Ozeane, durch Anreicherung und Absorption von CO2 in den Ozeanen, die die maritime Nahrungsmittelkette unterbricht. Und Fische sind die Eiweißquelle für fast 2 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und dazu gehört auch der zunehmende Verlust fruchtbarer Böden in großem Stil jedes Jahr, durch Erosion, durch Übernutzung von Böden, aber auch durch zunehmende Umwandlung von Ackerflächen in urbane Flächen oder in Flächen für Infrastruktur. Und das bei einer wachsenden Weltbevölkerung mit steigenden Ernährungsbedürfnissen. Also kein Zweifel,
dass diese ökologischen Herausforderungen eine, wenn nicht die zentrale Aufgabe ist für die Industriegesellschaft, die sie bewältigen muss, wenn es auch in Zukunft gutes Leben auf diesem Planeten geben soll. Und gleichzeitig leben wir in einer historischen Wachstumsperiode der Weltwirtschaft. Ungeachtet aller konjunkturellen Rückschläge und strukturellen Krisen der Labilität des Finanzsystems, das sind nur Dellen in einem langen Trend. Im Grunde ist die heutige Periode der Weltwirtschaft vergleichbar mit der ersten industriellen Revolution, die in Europa im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Was wir nämlich jetzt weltweit erleben, ist die Transformation von Agrargesellschaften in Industriegesellschaften. Und dieser Prozess erfasst nicht nur wie damals in Europa wenige 100 Millionen Menschen, sondern er erfasst Milliarden Menschen. Und er wird die Realität dieser Weltgesellschaft dramatisch verändern in den nächsten Jahrzehnten. Also Nullwachstum. So gute Gründe es gibt, uns vom Wachstumszwang zu befreien, also von der Abhängigkeit von permanentem wirtschaftlichem Wachstum. Aber Nullwachstum ist zumindest in globaler Perspektive eine bloße Fiktion. Und es gibt gute Gründe, tausend gute Gründe, unseren Lebensstil zu überdenken und zu sehen, wie wir aus diesem Hamsterrad des immer mehr und immer schneller herauskommen. Aber gleichzeitig ist zumindest für mich sonnenklar, dass Konsumverzicht die Erde nicht retten wird. Das ergibt sich schon alleine daraus, wenn man die Zielvorgabe ernst nimmt, die die Klimawissenschaft uns vorgibt, dass wir die CO2-Emissionen weltweit bis Mitte dieses Jahrhunderts um etwa 50% reduzieren müssen und in den hochindustrialisierten Ländern um 90%. Das funktioniert nicht durch Gürtel enger schnallen. Das funktioniert nur durch Innovation in großem Stil. Nicht nur im Hinblick auf Produkte und Technologien, auch auf unsere Infrastrukturen, unseren Städtebau, unsere Art und Weise, Energie zu erzeugen oder Mobilität zu organisieren. Die Treiber für dieses epochale Wirtschaftswachstum liegen gar nicht in unserer Disposition. Das ist erstens das Wachstum der Weltbevölkerung von heute etwa 7 auf voraussichtlich 9 Milliarden bis 2050. Mit all den Bedürfnissen, die diese Menschen mitbringen, aber auch mit aller Produktivität, die sie mitbringen. Das ist zweitens das rasche Wachstum der globalen Mittelklasse. Während bei uns die Mittelschichten eher sich vor Abstieg fürchten, wächst die globale Mittelschicht in rasantem Tempo. Alleine in China waren das seit 1990 etwa 600 Millionen Menschen, die aus bitterer Armut in eine moderne Lebensform aufgestiegen sind. Die Weltbank und internationalen ökonomischen Institutionen definieren die Zugehörigkeit zur Mittelklasse bei einem Pro-Kopf-Einkommen von $10.000 im Jahr. Und diese Schwelle wird von immer mehr Menschen in Asien und auch in Lateinamerika und künftig auch in Afrika überschritten werden. Mit allem, was dazugehört, modernen Wohnungen, eingerichtet mit allen Haushaltsgeräten, die für uns selbstverständlich sind, mit moderner, mobiler Kommunikation, aber auch mit Mobilität,
also der Möglichkeit zu reisen und nicht mehr nur sich in einem relativ engen Radius rund um seinen Geburtsort zu bewegen. China hat zum ersten Mal im letzten Jahr die Bundesrepublik als Reiseweltmeister überholt, also sind mehr Chinesinnen und Chinesen auf eine Auslandsreise gegangen als Bundesdeutsche. Und wenn man etwa die Zulassungsraten im Autoverkehr vergleicht zwischen China und der Bundesrepublik, dann bekommt man eine Dimension davon, was da abgeht. Im Autoland Deutschland sind es etwa 3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. In China waren es im letzten Jahr 17 Millionen. Tendenz steigend. Ein dritter Treiber für dieses globale Wachstum heißt Urbanisierung. Und das beschreibt gleichzeitig eine der interessantesten Herausforderungen für Innovation, das Wachstum der Städte. Heute leben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit etwa 50% der Weltbevölkerung in Städten. Und dieser Trend der Urbanisierung setzt sich nach allen Prognosen der Fachleute fort. Man geht davon aus, dass bis Mitte des Jahrhunderts etwa 70-80% der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Und zwar, weil sie dort bessere Chancen vorfinden, aber auch mehr Raum für Individualität. Und wenn das halbwegs zutrifft, dann heißt das, dass 2050 nicht 3,5, sondern vielleicht 7 Milliarden Menschen in Städten wohnen werden. Eine Verdoppelung der städtischen Räume mit einer ungeheuren Bautätigkeit, die damit verbunden ist. Nicht nur Wohnungen, sondern die ganze städtische Infrastruktur, Energie, Abwasser, Verkehr, Dienstleistung. Und es ist klar, dass wenn wir das auf die heutige Weise erleben werden, nach der Städte gebaut sind und funktionieren, mit einem extrem hohen Ressourcenverbrauch und extrem hohen Emissionen, dann ist das ein großer Schritt Richtung Abgrund. Worum es also geht, ist die CO2-neutrale Stadt zu erfinden. Eine Stadt, die einem hohen Maß sich auch selbst versorgt, bis hin zu Lebensmitteln, nicht nur mit Energie. Eines meiner Lieblingsstichworte in diesem Zusammenhang ist Urban Farming. Und zwar nicht im klassischen Schrebergarten oder als Guerilla Gardening im Park um die Ecke, sondern die Produktion von Lebensmitteln, von Gemüse, von Obst, von Pilzen, auch von Fischen, mitten in der Stadt, eine Art von Hightech-Ökolandwirtschaft in vertikalen Gewächshäusern. Es gibt hier in Berlin ein wunderbares Beispiel dafür, das Tomatenfischprojekt, also die gemeinsame Produktion von Tomaten, können auch Zucchini sein, und Fischen in einem Gewächshaus, in einem Wasserkreislauf. Die Ausscheidungen der Fische werden als Dünger für die Tomaten genutzt. Das Abwasser wird recycelt. Der Frischwasserbedarf für diese Koproduktion sinkt auf 3% gegenüber konventioneller Produktion. Und das Ganze wird mit erneuerbaren Energien betrieben und schafft Arbeitsplätze in der Stadt und gleichzeitig Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln, die nicht über große Distanzen transportiert werden müssen. Öffentlicher Verkehr ist ein anderes großes Thema, ihn so attraktiv zu machen, dass die Notwendigkeit, ein Auto zu besitzen, gegen Null schrumpft. Das heißt nicht, dass wir keine Autos mehr benutzen werden, aber wir müssen sie nicht besitzen, sondern sie sind nur noch ein Glied in einer Mobilitätskette, die beginnt mit dem Zu-Fuß-Gehen und endet in attraktiven öffentlichen Fernverkehr. Und ein vierter Treiber
für diese Wachstumsprozesse heißt Innovation. Es ist ja ein großes Missverständnis zu glauben, dass Wirtschaftswachstum einfach bedeuten würde, mehr vom Gleichen. Die großen Wachstumsschübe der Weltwirtschaft wurden alle ausgelöst durch Basisinnovationen, die nicht nur die Produktionsweise, sondern auch unser Alltagsleben dramatisch verändert haben. Angefangen von der Erfindung der Dampfmaschine über die Elektrifizierung, das Aufkommen der modernen Chemie- und Pharmaindustrie, die Massenmobilität nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich der letzte Big Bang, die digitale Revolution, die innerhalb von 25 Jahren die Welt dramatisch verändert hat. Und dieser Prozess wird sich eher noch beschleunigen, weil noch nie in unserer Geschichte so viele Wissenschaftlerinnen, Ingenieure, Techniker an der Erfindung neuer Technologien, Produkte, Lösungen gearbeitet haben. Und zwar weltweit vernetzt. Innovation ist kein Monopol mehr für Europa und Nordamerika und die paar anderen alten Hochburgen der Industriegesellschaft, sondern sie organisiert sich jetzt weltweit und zunehmend eben auch in den aufsteigenden Ländern. In China gab es 1990 etwa 8 Millionen Absolventen des Hochschulsystems. Heute sind es 56 bis 57 Millionen pro Jahr. Das heißt, dieser Industrialisierungsprozess und die Herausbildung einer neuen Mittelschicht ist gleichzeitig eine Bildungsrevolution. Und das wird auch ökonomisches Wachstum weiter vorantreiben. Und wenn wir uns mit diesem Bild konfrontieren und gleichzeitig im Kopf haben, dass weiter so ein Verbrechen an den Lebenschancen der kommenden Generation ist und der Ruf nach Nullwachstum ins Leere geht, was ist dann die Alternative? Dann heißt die zentrale Herausforderung die Entkopplung von wirtschaftlicher Wertschöpfung und Naturverbrauch. Also ein Mehr an Wohlstand zu produzieren bei weniger Umweltbelastung. Und das ist der Kern dessen, was ich die grüne industrielle Revolution nenne und was bei Gunther Pauli, auch wenn er auf die grüne Revolution schimpft, dann Blue Economy heißt. Im Kern ist das identisch. Und diese große Transformation, diese Entkoppelung von wirtschaftlicher Entwicklung und Naturverbrauch setzt drei wirklich fundamentale Veränderungen voraus, die alle Herausforderungen sind für Unternehmertum. Die erste heißt Effizienzrevolution. Viele von Ihnen, vielleicht die meisten, sind vertraut mit den Vordenkern dieser Richtung, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Emory Lovins und andere, Faktor 4, Faktor 6, Faktor 10. Also aus mehr weniger machen. Umgekehrt, aus weniger mehr machen, sorry. Mehr machen war die bisherige Logik, ja? Aus mehr Ressourcen, aus mehr Input ein mehr Produktion zu erzeugen. Und diese Gleichung muss gesprengt werden. Aus weniger Material, aus weniger Energieeinsatz ein mehr an Gebrauchswerten zu erzeugen. Und die zweite große Veränderung, wirklich epochale Veränderung, das ist der Abschied von der fossilen Industriegesellschaft. Bisher wurde industrielle Entwicklung und auch Wohlstandsproduktion befeuert im wahrsten Sinne des Wortes von Kohle, Öl und Gas. Und das sind genau die Quellen für den Klimawandel. Und die Zukunft der Industriegesellschaft muss darin bestehen, dass wir nicht nur unseren Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen decken, aus Sonne, Wind, Geothermie, Wellenenergie und auch aus einer neuen Generation von Bioenergien, die nicht mehr in Konkurrenz steht mit
Ernährungssicherheit, sondern die viel stärker organische Abfälle nutzt, um daraus Energie zu erzeugen. Es geht aber über diesen Energiewechsel hinaus, über die Energierevolution hinaus, auch darum, die Werkstoffbasis der Industriegesellschaft weitgehend auf biologische Stoffe und Prozesse umzustellen. Stichwort etwa Naturstoffchemie. Davon wird, bin ich sicher, im Verlauf des Nachmittags spätestens dann noch die Rede sein, wenn Gunther Pauli hier auftritt. Also die Nutzung von organischen Substanzen, um daraus neue Materialien und Werkstoffe herzustellen. Am Ende läuft das auf eine Solarenergiegesellschaft hinaus. Also auf eine Gesellschaft, die einen großen Teil ihrer Ressourcen aus der Sonnenenergie bezieht. Und eben nicht nur in Form von Photovoltaik, sondern in Form der Photosynthese. Der Umwandlung von Sonnenlicht und Wasser und CO2 in Kohlenstoffverbindungen, in biochemische Energie. Also der Prozess, auf dem das ganze biologische Leben auf der Erde basiert. Daran wird gegenwärtig in Hunderten oder Tausenden Projekten gearbeitet. Das ist kein Abracadabra, keine Alchemie. Wie es geht, wissen wir. Das Problem ist nur, dass die heutigen Verfahren eben einen sehr hohen Bedarf an Temperaturen und an Druck haben und deshalb nicht besonders effizient sind, aber mithilfe von neuen biologischen Katalysatoren wird das möglich werden. Sonnenlicht, Wasser und CO2 als Rohstoff, als künftige Wertstoffbasis zu nutzen. Und eine dritte große Achse der Veränderung heißt Übergang von den linearen Produktionsketten vom Bergwerk bis zur Abfalldeponie zu vernetzten Wertstoffketten. Eine Produktionsweise, die keinen Abfall mehr kennt, sondern in der jeder Reststoff zum Ausgangspunkt für eine neue Wertschöpfung wird. Cradle to Cradle, wie Michael Braungart sagt, von der Wiege zur Wiege. Und diese drei Elemente zusammen, das letzte bedeutet übrigens natürlich auch eine grundlegende Veränderung der eingesetzten Stoffe und Materialien. Es kann nur eingesetzt werden, was am Ende auch entweder in den industriellen Kreislauf oder in den Naturkreislauf zurückgeführt werden kann. Man kann diesen Prozess befördern, etwa durch eine Rücknahmeverpflichtung für langlebige Produkte der Produzenten. Produzentenverantwortung wird künftig nicht dann enden, wenn ein Produkt verkauft ist, sondern wird sich auf den gesamten Lebenszyklus dieses Produkts erstrecken. Und das wird einen starken Anreiz für Firmen produzieren, ihr Produktdesign zu verändern und ihre Produkte, Maschinen, Apparate, Geräte tatsächlich so zu konstruieren, dass sie reparaturfreundlich, langlebig und wiederverwertbar sind. Das alles zusammengenommen läuft auf eine fundamentale Veränderung der industriellen Produktionsweise hinaus. Aber nicht als Bedrohung. Worauf es ankommt, ist, dass wir die Krisen, die auf uns zurollen, nicht einfach als die drohende Katastrophe beschreiben, als Apokalypse, sondern als eine Herausforderung für das, was die Fähigkeit dieses Menschengeschlechts eigentlich ausmacht, nämlich intelligente, kreative Antworten auf bedrohliche Krisen zu finden. Das ist im Grunde die ganze Geschichte des Fortschritts. Von der Erfindung des Rads und des Ackerbaus und der Viehzucht bis heute. Und das heißt auch, die Grenzen, die uns
die Physik und die Biologie auf dieser Erde setzen, hinausschieben. Es gibt ökologische Grenzen für das Wachstum. Ich habe sie am Anfang beschrieben als Tragfähigkeit der großen Ökosysteme. Aber die geben uns nicht vor, was auf dieser Erde an menschlicher Entwicklung möglich ist. Weder an Zahl der Menschen, die diese Erde bewohnen, noch was unsere Lebensweise angeht, weil es eben noch einen entscheidenden Faktor gibt, der nicht statisch ist und der nicht vorgegeben ist, und das ist diese menschliche Erfindungsfähigkeit. Also Krise als Chance für den Sprung in eine hochinnovative und zugleich umweltfreundliche Produktionsweise, vom Raubbau an der Natur zum Wachsen mit der Natur. Ernst Bloch nannte das Allianztechnik. Also nicht mehr eine Produktion, die durch Zerstörung der Umwelt sich nähert, sondern eine, die die natürlichen Produktivkräfte nutzt. Dafür braucht es drei zentrale Akteure: Politik, und zwar auf allen Ebenen, von der Kommune über die Nationalstaaten bis zu supranationalen Institutionen und Regelungen. Die muss nämlich einen ökologischen Ordnungsrahmen für die Ökonomie, für Produzenten und für Konsumenten definieren. Und dazu gehört auch, dass Preise die ökologische Wahrheit sagen. Dass also die Externalisierung von ökologischen Kosten gestoppt wird auf künftige Generationen. Und Instrumente dafür heißen ein effizientes CO2-Emissions- und Handelsregime und Ökosteuerreform. Und ich würde gerade meine Partei, die Grünen, sehr ermutigen, diese grundlegende Idee, dass wir unser Steuersystem umstellen müssen von der Besteuerung auf Arbeitseinkommen, auf die Besteuerung von Ressourcenverbrauch, wieder offensiver aufzugreifen, weil das die Anreize setzt, die ökologische Innovation rentabel machen und die nachhaltigen Konsum auch für Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar machen. Weil man damit die Reduzierung von Umweltverbrauch prämiert und nicht die Verschwendung. Der zweite große Akteur ist eine kritische Zivilgesellschaft, die Druck macht, die Alarm schlägt, die sowohl Unternehmen wie die Politik unter ständigen Handlungszwang setzt, etwa was jetzt die Klimaverhandlungen angeht in Paris im nächsten Dezember. Das wird eine entscheidende Weichenstellung, ob es den Schwellenländern und Industrieländern gelingt, einen Konsens zu finden für eine verpflichtende Reduktion von CO2-Emissionen in den nächsten 20 Jahren. Aber auch, was die kreative Seite dieser Zivilgesellschaft angeht, die Erfindung ständig neuer Lebensformen und Konsumstile. Carsharing ist ein Beispiel. Die ganze Bewegung gegen Massentierhaltung ist ein zweites. Und auch die erneuerbaren Energien haben als Garagentechnik angefangen. Als eine Bewegung, die von kleinen, überzeugten Gruppen ausging und die jetzt ausgreift auf die gesamte Gesellschaft, und zwar nicht nur in der Bundesrepublik, sondern weltweit. Erneuerbare Energien sind eben doch eine Erfolgsstory, und die sollten wir uns auch nicht ausreden lassen von den Kritikern im eigenen Land. Wenn man etwa nach China guckt, wo in diesem Jahr 14 Gigawatt erneuerbare Energien neu installiert werden sollen, Solarenergie. Die Bundesrepublik bringt es vielleicht noch auf 2 bis 3 Gigawatt. Oder die USA, wo trotz Fehlen einer nationalen Energiepolitik 50% der neuen Stromkapazitäten inzwischen von Solar- und Windenergie kommen. Also Zivilgesellschaft in ihrer kritischen Funktion und Zivilgesellschaft in ihrer kreativen Funktion ist der zweite große Akteur.
den wir für diese Transformation brauchen. Und der dritte, das sind eben innovative Unternehmerinnen und Unternehmer, die zum eigentlichen Kern, ich würde sagen, dem ethischen Kern von Unternehmertum zurückkehren. Und der heißt eben nicht Profit um jeden Preis, koste es, was es wolle, sondern der heißt Gewinne machen, indem man nützliche Dienstleistungen und Gebrauchswerte entwickelt und etwas Neues in die Welt bringt, was das Leben der Menschen verbessert. Und in diesem Sinne wünsche ich uns zusammen viel Erfolg. Vielen Dank. Applaus